Ach, bei diesem Anblick gerät man doch direkt ins Schwelmen. Denn hier in Schwelm steht das Haus Martfeld. Das ist ein altes Rittergut und eine Wasserburg. Heute beherbergt das Haus ein Stadtarchiv, ein Museum, Gastronomie und auch jede Menge Veranstaltungen finden hier statt. Außerdem kann man hier heiraten. In der Parkanlage drumherum gehen viele mit den Hunden spazieren, aber auch so lädt der Park zum Verweilen und Spazierengehen ein. Martfeld heißt übrigens übersetzt sowas wie sumpfiges Gelände, denn auf einem solchen wurde das Schloss zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaut. Der Rundturm stammt aus dem Jahre 1450 und ist somit der älteste Teil des Gebäudes. Der letzte Besitzer des Schlosses war Freiherr Johannes von Höfel. 1954 wurde das Haus Martfeld dann aber von der Stadt Schwelm gekauft und daraufhin mehrmals saniert und modernisiert. Seit 1962 ist das Heimatmuseum dort untergebracht und seit 1966 auch das Stadtarchiv.